Servus Freunde des Einsteiger Motorsports. Heute geht es um ein Product Review von diesen Zimmermann Sportbremsscheiben und meinen Erfahrungen damit in insgesamt 120 Runden Nordschleife. Eine Sache vorweg, dieses Video ist weder gesponsert, noch habe ich die Bremsscheiben kostenlos erhalten. Ich habe die ganz normal als Kunde gekauft und alles, was ich hier sage, reflektiert meine persönliche Meinung zu diesem Produkt. Der Titel dieser Bremsscheiben ist Zimmermann Sportbremsscheibe Sport Z für den Mazda MX-5 NB. Das sind 270 mm große Bremsscheiben, die ich diese Saison 2020 auf meinem Mazda MX-5 Budget Track Tool gefahren bin. Insgesamt 120 Runden Touristenfahrten auf der Nordschleife und dazu noch mehrere tausend Kilometer im Straßenverkehr. Insgesamt haben diese Bremsscheiben zwei Sätze Sportbremsbeläge gesehen, einmal von Paget die S-Line und zweitens die Hawk HT10, was ein etwas aggressiverer Bremsbelag ist, der auch mehr Temperatur in die Bremsscheibe einbringt. Was macht diese Bremsscheiben zur Sportbremsscheibe? Laut Zimmermann ist das die Lochung in der Bremsscheibe, was laut Aussage von Zimmermann zum Vorteil hat, dass diese Bremsscheiben ein besseres Nassbremsverhalten haben. Bremsstaub und Wasser werden permanent über diese Löcher hier, die in der Scheibe sind, abgeführt. Sie haben eine sportlichere Optik, yay, und führen zu einer spürbaren Verbesserung der Bremsleistung des Fahrzeugs, haben durch die Lochung weniger Fading. Und die Ansenkung kann auch als Verschleißindikator genutzt werden. Außerdem ist es ein 1 zu 1 Austausch der normalen 270 mm großen Mazda MX-5 Bremsscheibe. Nun, wie waren meine Erfahrungen mit der Bremsscheibe? Stimmt das, was Zimmermann sagt? Besseres Nassbremsverhalten konnte ich jetzt nicht unbedingt feststellen. Sportlichere Optik ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber der Austausch war, wie beschrieben, original gegen die Serienbremsscheibe 1 zu 1 ohne Probleme. Kommen wir mal zu dem spannenden Teil, eigentlich dem Performance-Unterschied, den Zimmermann beschreibt. Ich bin 120 Runden Nordschleife mit dieser Bremsscheibe gefahren und danach auf eine geschlossene, also nicht gelochte Serienbremsscheibe gewechselt und kann sagen, dass ich mit dieser Bremsscheibe tatsächlich eine viel bessere Bremsperformance hatte. A, hatte ich das Gefühl, dass diese Bremsscheibe etwas besser zupackt, aber ganz besonders war der Unterschied nach mehreren Runden am Stück. Mit denen hier war das 3 bis 4 Runden am Stück gar kein Problem und die geschlossene Bremsscheibe war nach 2 Runden quasi so überhitzt, dass man einmal kurz von der Strecke runterfahren musste und die Bremsscheibe abkühlen. Also respektive der Fading-Toleranz dieser Bremsscheibe hat Zimmermann nicht gelogen. Und die Erfahrung war durchweg positiv. Allerdings gibt es auch bei diesen gelochten Bremsscheiben einen Nachteil. Und den erwähnt Zimmermann natürlich nicht auf seiner Webseite, denn die gelochten Bremsscheiben entwickeln über die Zeit durch den extremen Hitzeeintrag beim Bremsen Spannungsrisse an den Lochungen. Und die sind erst recht klein und gibt es an jedem Loch in der gesamten Scheibe. Doch mit der Zeit, desto mehr Hitzezyklen, desto mehr Runden man fährt, desto länger werden diese Risse. Und bei mir war es dann eben nach 120 Runden, dass ein Riss so lang geworden ist, dass er quasi von hier oben bis zum Rand der Scheibe gewandert ist und hier ein kleiner Riss in der Scheibe ist. Was der Indikator ist, dass die Scheibe getauscht werden müssen und da diese ja paarweise getauscht werden, links und rechts, mussten dann halt nach 120 Runden oder 2400 Kilometer Rennstreckeneinsatz die Scheiben getauscht werden. Teurere Bremsscheiben haben meistens keine Lochung, also gerade im Upgrade-Bereich für den Mazda MX-5, da gibt es welche von Stoptech, die haben hier Schlitze drin, die einen ähnlichen Effekt wie die Lochung bewirken, dass eben Bremsstaub und gerade auch Gase, die sich zwischen dem Bremsbelag und der Scheibe entwickeln, entweichen können und so die Bremsleistung lange hoch bleibt, auch bei hohen Temperaturen. Das ist wie gesagt einmal von Stoptech eine Upgrade-Scheibe, die kostet 130 € und dann gibt es noch die High-End-Variante von Tarox, die kostet, ich glaube, über 300 € und da sehe ich eigentlich auch den Vorteil dieser Scheibe, weil die sind von Zimmermann
sehr preisgünstig. Eine Scheibe kostet 55 Euro in dieser gelochten Variante. Somit kostet eben das Upgrade der Vorderachse gerade mal 110 Euro, wenn man die Arbeit des Einbaus selbst übernimmt. Und das ist etwas, ich denke, gerade für den budgetorientierten Motorsportler oder Leute, die eben nicht so große Fahrleistungen auf der Nordschleife absolvieren oder auf einer anderen Rennstrecke, ist das völlig in Ordnung. Also wer unter 100 Kilometer auf der Nordschleife fährt, für den sind das sicherlich adäquate Bremsen. Der braucht nicht unbedingt das High-End-Gerät von StopTech oder Tarox. Und deshalb muss ich sagen, ich war mit diesen Bremsscheiben sehr, sehr zufrieden. Außerdem hatten die noch einen Vorteil, den Zimmermann auf seiner Webseite gar nicht erwähnt hat. Und ich kann es auch eigentlich nicht belegen, ob es tatsächlich so ist. Aber ich habe im Gefühl, dass diese Bremsscheiben, sei es jetzt durch die Lochung oder durch das Material, was anders schwingt, weniger quietscht. Das ist nämlich ein besonderes Phänomen von sportlichen Rennbremsbelägen, dass die, wenn sie kalt sind, das heißt, wenn man das Auto ganz normal im Straßenverkehr bewegt, sehr laut quietschen. Und das war mir aufgefallen, nachdem ich auf die geschlossenen Bremsscheiben gewechselt hatte, dass diese viel, viel lauter quietschen und gerade wenn ich so langsam eine Ampel heranrolle, dass die Passanten mich dann doch schon sehr irritiert angucken, wenn das Auto laut quietscht. Und das war eben mit den gelochten Bremsscheiben von Zimmermann viel weniger der Fall. Von daher würde ich jetzt auch immer wieder auf die gelochte Version hier wechseln und werde das wahrscheinlich zur Saison 2021 wieder tun, um das Auto perfekt auf die Nordschleife vorzubereiten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, einen kleinen Einblick gegeben und hilft euch bei der Entscheidung, welche Bremsscheiben ihr als Upgrade auf euer Ringtool, ob das jetzt Budget oder High-End ist, drauf machen wollt. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, gebt dem Ganzen ein Like und ich würde mich sehr über ein Abonnement von meinem Kanal freuen. Da gibt es immer wieder weiter Videos zu Budget-Motorsport-Themen wie zum Beispiel Bremse oder auch anderen Themen wie Überrollbügel oder sportliche Gurte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.